Hallihallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und einem neuen Let's Test angespielt zu dem Spiel Soda Dungeon 2. So, es handelt sich bei dem Key um einen Publisher Key und ich glaube, das Spiel kommt doch erst in einer Woche oder zwei raus. Da steht zwar unten 1.03, aber ich glaube, es zählt trotzdem jetzt hier im Steam Store noch als Beta und deswegen kommt hier, ja genau, da steht auch Early Access und steht auch da für Mobilgerät und PC jetzt verfügbar. So, neue Datei. In einem weit entfernten Dungeon macht sich eine Gruppe von Limo-Abenteuer auf den Weg zum letzten Gefecht. Wir sind fast da. Ja, wir haben keine Chance. Wir müssen es wenigstens versuchen. Versuchen, dann versuchen, mich aufzuhalten. Direkt auf einen Gegner klicken, um ihn anzugreifen. Oh ja, du bist bereit, du böser Typ. Warum haben wir ihn nochmal mitgebracht? Wir hatten keine andere Wahl. Alle anderen sind verschwunden, nur wir sind noch da. Ich weiß, wer ich bin. Okay, die sind alle One-Hit. Hier sind wir also, Freunde, und stehen vor dem selbsternannten dunkelsten aller Herren. Stell dich uns, du Feigling. Das ist ein Privileg, das ihr euch nicht verdient habt. Was ihr jedoch verdient habt, ist ein Platz in der ersten Reihe, wenn ihr zugrunde geht. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass du meinen Plan gestört hast, aber du weißt nicht einmal, gegen was du kämpfst. Du bist belanglos. Ich sag dieser Dimension auf Wiedersehen. What the fuck? Okay, er hat also nicht nur uns vernichtet, sondern auch das umliegende Dorf. Oder besser gesagt, die komplette Region. Nur denn, ich nehme an, das war's dann wohl. Keine Limo mehr, keine Abenteurer mehr. Tut mir leid, dass du das sehen musstest, mein Freund. Hör mal. Der Zauberer gab mir dieses Schmuckstück. Er sagte, es könnte einen Menschen weit wegbringen und ihn seine Sorgen vergessen lassen. Aber der dunkelste Herr war unser Problem, das zu lösen galt, nicht deines. Wenn jemand es verdient, dann bist du es. Vielleicht kannst du es nutzen, um ein anderes Land zu finden, in dem die Limo frei fließt und die Kohlensäure genau richtig ist. Oder vielleicht nur ein Ort, an dem die dunkleren Herren, naja, nicht so dunkel sind. Ich weiß, dass du unser Gespräch vergessen wirst, aber ich habe das seltsame Gefühl, dass du eines Tages zurückkommst. Mit einem Vorrat der neuen Limos, Ausrüstung und Krieger natürlich. Nicht wahr? Du nimmst das Schmuckstück und behältst es in der Hand. Sein schwarzes Leuchten fängt deinen Blick ein und du spürst, wie dein Blick vernebelt wird. Du zwinkerst und dann wird dir schwarz vor Augen. Ehe du es verstehen kannst, was überhaupt passiert, erfasst dich rasch die Dunkelheit. Erschöpft öffnest du deine Augen. Du stehst in einer Stadt, die dir sonderbar vertraut vorkommt. Wie du hergekommen bist, ist ein Rätsel. Willkommen im Soda Dungeon. Erfolg. Ach, willkommen. Ruine. Scheinbar findet ein interessantes Gespräch im Inneren der Schenke statt. Finde heraus, warum die Limo hier so besonders ist. Sprich mit dem Schenkenbesitzer. Bisher sieht es von der Optik aus wie so ein RPG Maker 2000 Spiel, aber ja, ganz interessant. Ich glaube, es ist so eine Art Idle Game, was ich eine Zeit lang ja sehr gerne gespielt habe, aber da die meisten hier Abzocke sind und Pay to Win, habe ich da auch schnell das Interesse dran verloren. Aber laut den Steam-Bewertungen ist das Spiel von diesen ganzen Idle Games eins der besten, falls so ein Kommentar nicht in jeder Bewertung von diesen Spielen drin ist. So, jetzt kann ich auch wieder ein Dings lauter machen. Und, ja, aber hier wäre dieser Pay-to-Win-Charakter irgendwie gar nicht drin, hieß es wohl. Ich bin gespannt. Und es sah irgendwie lustig aus, dass man mit Soda zur Macht kommt. So ist es, so viel du trinken kannst. Ja, oh ja, gib sie mir. Ach, das ist dieser Typ, den wir auch in der anderen Dimension hatten, der so verrückt war. Limo Junkie ist der Gruppe beigetreten. Oh, hallo Fremder, könntest du unseren Freund hier aufpassen? Sorge dafür, dass er in dem Dungeon da draußen ein paar Münzen verdient und vielleicht kannst du auch ein paar für dich behalten. Quest abgeschlossen, aufs Haus. Eskortiere Limo Junkie über seinen ersten Dungeon-Besuch. Schließe eine Reise mit dem Limo Junkie ab.
Du kannst in der Räder individuelle Skripte erstellen, um deiner Gruppe. Ach ja, und das wurde auch oft bewertet, dass es halt irgendwie, dass man eigene Skripte irgendwie machen kann. Direkt auf einen Gegner klicken, um ihn anzugreifen. Ein Schaden. Oh ja, her mit dem Gold. Zu einfach. Alle machen einen Schaden gerade. Sowohl die Gegner als auch ich. Moment mal, das hat nicht so gut angefühlt. Könnte knapp werden. Ich bin unaufhaltsam, richtig? Deine Gesundheit ist niedrig, aber das macht nichts. Niederlagen gehören zum Spiel. Okay. Das ist kein vertretbarer Lebensstil für einen Familienvater der Leidenschaft. Das war zu schnell. Ich kündige. Wo habe ich meine Hose gelassen? 5 Gegner besiegt, 6 Gold bekommen, 4 Etagen hoch. Deine Gruppe wurde ausgelöscht, aber dein Kämpfer hat all seine Beute hinterlassen. Schnapp sie dir und kehre zur Schenke zurück. Ungewöhnliche Ressource, Pelz bekommen und Knochen. Hm, nicht schlecht, du bist vielleicht genau die Person, die ich brauche, um dieses Abenteuer anzuführen. Versuch mir, unseren Freund hier eine einfache Ausrüstung zu geben. Das Plündern des Dungeons ist der Schlüssel zu besseren Gegenständen, aber das wird zunächst genügen. Einfordern, erstmal das hier. Reise und mit den Schenken ansprechen. 15. Anheuern kostenlos. Charaktere werden automatisch mit deinen besten Gegenständen ausgestattet. Diese Einstellung kann im Optionsmenü deaktiviert werden. Wir kümmern uns später um das Geschäft. Kümmere dich zunächst um das Abenteuer unseres Freundes. Okay, er hat jetzt so eine kaputte Flasche und so einen Stuhl. Mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Jetzt macht er schon 2 Schaden und hat ein Leben mehr als vorher. Aber da die Gegner bisher alle 2 Schaden aushalten, außer der Boss, sollte ich jetzt definitiv weiterkommen. Elf Gold bekommen, 6 Gegner getötet und 5 Etagen hoch. Diesmal haben wir ein Holzschwert bekommen und Pilze noch. In Ordnung, wir müssen diesen Ort ein wenig herrichten. Wir müssten die richtigen Limos auf Lager haben, um neue Kunden zu gewinnen und dafür sorgen, dass sie auch einen Platz zum Sitzen haben. Kaufe einen Hocker, kaufe Hammerin Allee einmal. Verbesserungen, kaufe einen Hocker. Hocker und Tische bieten mehr Sitzgelegenheiten, sodass mehr Gruppenmitglieder zur Auswahl stehen. Limos. Limos locken neue Abenteuer in die Stadt. Du kannst sie jedoch erst nach deinem nächsten Dungeon-Besuch sehen. Geht dir das Gold aus, vergiss nicht, deine Quest zu erfüllen. 15, das ist eine. Du brauchst Schreiner, um deine Stadt zu erweitern. Mit etwas Glück kannst du sie damit bekommen. So, sind hier mehr Dinge zum Klicken? Glaube, kann ich erstmal nichts machen. Oh, jetzt macht er 3 Schaden. Ach ja, wir haben jetzt das Schwert noch in der anderen Hand. Statt der kaputten Flasche. Gerade ist vermutlich ein Schlag weniger gegen diesen hier. Yes. Und der ist dadurch instant down. Du hast Erz gefunden. Das Ernten von Erzvorkommen ist optional, kann jedoch wertvolle Handlungsmaterialien hervorbringen. Erz nimmt keinen Schaden wie gewöhnliche Gegner. Suche nach einer besonderen Klasse, um Hilfe zu bekommen. Du wurdest verlangsamt. Dies beeinflusst vorübergehend, wann dieser Charakter an der Reihe ist. No. Egal, neuen Gegner, eine Etage tiefer, noch ein Schwert und die Lichtdrüse und wieder Gold. Grüße, ich war auf der Durchreise und hatte eine kleine Unterhaltung mit dem Schankenbesitzer. Es klingt, als ob meine Fähigkeiten für dich nützlich sein könnten. Ich sage dir was, ich werde mich hier niederlassen und zu einem marktüblichen Preis alles bauen, was du brauchst. Baue das Gebäude Schreinerei. Das erste ist kostenlos. Hammer und Nagel, Quest abgeschlossen. Dafür, dass du so ein guter Kunde bist, lege ich sogar einen Briefkasten für dich oben drauf. Willkommen, gibt 10 Punkte.
Hat das denn jetzt eingefordert? I don't know. So, aber dafür sind jetzt zwei Leute hier. Kosten auch beide nichts. Haben beide ein Schwert und der andere hat noch einen Hocker. So, Verbesserung. Das ist teurer, dann würde ich doch sagen, stecke ich das Geld lieber in Stühle. Dann habe ich jetzt vier Stühle, das heißt 120% Chance, einen Gast abzulocken. Also mit Glück kommen zwei. Und da beide drei Schaden machen, ist das schon mal gar nicht schlecht. Daher sollte ich wahrscheinlich kein Damage mehr kriegen, außer in der Bossrunde. Kritisch geht sogar auch. Verdammter Mist, ich soll dieses Ding bekämpfen? Ein Drachenkopf? Macht aber nur drei Schaden, okay. Vier. Immerhin gleich der Greifmäßig an, aber den werden wir nicht schaffen. Eine Attacke kann ich noch landen. Ja, hat nicht gereicht. Es war Level 10 Boss. Limo Junkie kriegt Levelaufstieg. Belohnung plus ein Angriff. 16 Gegner besiegt. Und wieder ein Schwert dazu. Vier neue Leute. Unser Dungeon scheint mit einer Menge an Rohstoffen gefüllt zu sein. Fälle, Erze, Monsterteile und so weiter. Wir müssen jemanden finden, der mit diesen Ressourcen umgehen kann. Hier, nimm diesen Stahl. Besuche die Schreinerei und sieh nach, ob es genug ist, um einen Schmied in diese Gegend zu holen. Bau das Gebäude, Schmiedewerkstatt. Gegenstände, okay, kann ich nicht, weil mir Punkte fehlen. Das heißt, achso, warte mal, das ist ein Schreiner. 13-1, die haben mehr Grundstärke, der hat mehr Leben. Die sind alle kostenlos. Ah ne, der kostet jetzt 10. So, aber ich brauche Punkte, deswegen gehe ich nicht weiter, gebe ich nichts aus. Ich brauche die Werkstatt. Wenn vier oder mehr Mitglieder in deiner Gruppe sind, umzingelt ihr den Gegner und benutzt Angriffe von hinten, um mehr Schaden zu machen. Okay. Ist natürlich der Schwache rechts. Aber wenn sich der Boss auch umdreht. Hoffnung, dass der Schreiner da angreifen kann. Auf jeden Fall komme ich jetzt bis zur Bossrunde durch, ohne Schaden zu kriegen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den noch damit machen. Der macht jetzt sogar 6 und der Boss dreht sich um und dadurch von hinten. Lol. Das ging jetzt ja super schnell. Und wie bei Lufia löst sich der Boss auf. Sehr cool. 15 Gold und einen Schatz. Nochmal 40 Gold. Damit kann ich mir die Schreinerei leisten. Du bist in den Hinterhalt geraten. Gegner haben einen Positionsvorteil, aber du verdienst mehr Gold. Ha, gerade so gereicht. Bis auf meinen Schreiner sieht es lebenspunktetechnisch noch gut bei meinen Leuten aus. So, alle 5 Level kommt scheinbar ein Boss. Oh nein, er ist weg. So, vielleicht schaffe ich es noch bis zum nächsten Bosskampf zu kommen, aber man merkt, die Gegner halten uns deutlich mehr aus und machen auch gut Schaden. Du befindest dich in einer Straßengabelung. Alternative Pfade können Fallen oder Schätze enthalten. Wenn du nicht mutig bist, bleib einfach auf dem aktuellen Pfad. Heilungsfee, das klingt gut. Das ist ein Schlüssel. Bosse und Minibosse lassen sie gelegentlich fallen. Aber es leben noch alle.
Warte, ich werde mal den noch besiegen. Okay, aber das wird das Ende sein. Nichtsdestotrotz, statt Level 10 sind wir bis 19 gekommen. Errungenschaft freigeschalten. Und unser Junkie kriegt ein Level ab. 174 Gold, 34 Gegner. Und wir haben einige Equipment-Teile dazu. Steine. So, dann sagen wir jetzt... Achso, wir brauchen auch Stahl. So, eine neue Mail. Der dunkle Herr. Entschuldige, Herr, das ist mir total unangenehm. Ich glaube, du oder einige deiner Freunde sind kürzlich in meinem Dungeon gestolpert. Keine große Sache, aber es dreht sich hier um ein Privatgrundstück. Ihr scheint sehr nett zu sein, aber ich muss euch bitten, draußen zu bleiben. Nichts für ungut. Aha. Du bist... kommst gut im Dungeon voran, mein Freund. Weiter so. Schließe Dungeon Level 20 ab. Und dafür kriegen wir dann auch noch Leder und Eisenbarren. Oh, unser Stahltyp ist nicht da. Du möchtest das hergestellt bekommen, nicht wahr? Damit kann ich dir helfen. Diese Schmiede ist ein wenig schlichter, aber für den Moment reicht sie aus. Investiere jedoch ein paar Münzen und ich werde ein paar exotische Waffen herstellen können. Tja, dann soll ich dir wohl erstmal den einfachen Kram zeigen. Herstellen. Es ist alles ganz einfach. Wähle links ein Rezept aus. Sorg dafür, dass du die Dinge dort rechts auch beisammen hast. Schmeiß mir noch ein paar Münzen zu und dann hast du ein paar Gegenstände von Feind sofort in Ausführung. Also, was ist deine erste Bestellung? Ein Eisenschwert. Aber ich habe nicht genug davon. Ich kann mir nichts davon leisten. Aber man könnte auch Sachen verkaufen. Dafür kriege ich minimal Gold. Ah, das ist ein Heilungsstein, den wir bekommen haben. Und man kann Level upgraden, okay. Und da kann ich für 2000 einen Schlüssel auch kaufen. Oder Gegenstände leveln. Gut, dann würde ich sagen, investieren wir doch vielleicht Gold. Ah, das geht nicht. Das kostet weniger. Ah, wird aber teurer, deswegen. Aber jetzt habe ich 2x50% Chance dazu, Gegner, Leute anzulocken. So, und die machen jetzt schon Grundschaden 4. Wodurch die ersten Gegner hier alle One-Hit sind. Meteor macht immer noch 4 Schaden, also haben wir scheinbar bei Level-Ups wirklich nur Angriff dazu bekommen und keinerlei Defense. Gold, den diesmal nehmen wir unten. Trotzdem 40 Gold bekommen. Aber schön, dass wir nach jedem Boss das kriegen, dass man das auch grinden kann. Seit wann habe ich denn... Und die Maus war neu. Einen Heilungs-Potion-Zauber, was auch immer. Der nächste Boss. 6 Schaden. Okay, aus irgendeinem Grund heilen sie sich ständig. Achso, mit Mana vielleicht. Ja, dass alles die gleichen Typen sind, kann das also jeder, ja. Der hat gezaubert. Anderen macht's keiner. Dann hat er bestimmt einen Ausrüstungsteil. Warp geht nicht. Dann gucken wir doch mal in so einen anderen. Grubenschacht. Okay, also ich hätte die Dinger tatsächlich angreifen können. Das habe ich beim letzten Mal halt nie gemacht. Weil ich mich halt auf die Gegner konzentriert habe, weil ich sonst Damage kassiert hätte.
auf jeden Fall viel aus. Der Dingstypi, der Schreiner oder was auch immer, den ich vorhin hatte, der hätte wahrscheinlich besser abgegriffen. Eine Medusa. 8 Schaden, die scheint stärker zu sein als der andere vorhin. So, wieder ein Level Up. Plus 2 Lebenspunkte dazu. Mehr Gegner getötet und jetzt haben wir Kupfererz und Eisenerz bekommen. Und Holz. So, dann will ich hier aber mal schnell gucken, ob wir jetzt das Eisenschwert... Nein, dazu fehlen uns Stahlbarren. Achso, wir können... Einschmelzen. 5 Leute. Das machst du toll, Kumpel. Jetzt, ich möchte nicht zu nahe treten, aber wenn du so weitergeht, könnten wir wirklich alle die Dienste eines Zauberers gebrauchen. Sie können dich im Gebiet eines Dungeons warten, die man bereits besucht hat. Malte sein, ich glaube nicht, dass wir es ohne einen noch viel weiter schaffen. Besuch unseren Freund bei der Schreinerei. Baue das Gebäude Hütte des Zauberers. Eine alte inaktive Struktur wurde vielleicht zum Reisen verwendet. 200 kann ich also nicht. Das heißt, ich gebe mal nichts aus. Okay, die kosten immer 5 und den Rest spare ich mir. So, aber dadurch, dass wir gerade schon relativ weit sind in der Zeit, würde ich hier erstmal eine kleine Pause machen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder.